back in ETV. Hallo und herzlich willkommen zu Balcony TV Vienna. Mein Name ist Anna und ich stehe hier mit Momo, einer jetzt siebenköpfigen Band, die ich vorher gehört habe. Was werdet ihr heute für uns spielen? One Song heißt der Song. One Song. Bühne frei. Danke. Take it away. It only takes one song to tell you what I have to say. I just need one song to show you that I still care. It only takes one chord to ask you to stay. Didn't you want me to be true? The truth is I'm lost without you. Ah, 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 ah. It only takes 1 second chance to tell you all of that. Well, I can't think of anything else but how to get you back. I wished you could see what you mean to me. I wish this one damn song would make you love me again. Wow, das war Momo. Richtig schön. Ich habe Gänsehaut bekommen hinten. Dankeschön. Momo, woher kommt Momo? Momo kommt aus Wien. Momo kommt aus Wien. Momo kommt aus Wien. Also direkt von hier. Zumindest ich komme aus Wien. Die Band ist von überall her. Also wir haben Vorarlberger dabei, Steirer dabei und Südtiroler dabei. Okay. Genau. Wer ist wer? Wer kommt von wo? Aus der Steiermark haben wir den Tom am Bass. Aha. Da hinten Vorarlberg, der Fabian am Schlagzeug. Aus Südtirol kommt der Matti an der Gitarre. Der Alex ist ganz neu dabei. Der kommt aus Hernals am Klavier. Und die Lisa ist heute unser Special Guest. Wir haben normalerweise zwei andere Background-Sänger, die sind im Ausland gerade. Und die Lisa ist dankenderweise heute eingesprungen. Ich bin auch aus Wien. Auch aus Wien. Also eigentlich richtig österreichisch international quasi. Ganz genau. Sehr cool. Du hast uns heute auch was mitgebracht, was du mir vorstellen möchtest. Genau, aus meiner Tasche zauber ich unsere erste EP. Sehr schön. Sie. Wir sind ganz stolz und freuen uns total, sie jetzt präsentieren zu dürfen.
Sehr cool. Genau, unser erstes Produkt. Und Momo, ganz schlicht, einfach nur Momo. Also was ist der Name Momo? Hat er auch einen Hintergrund? Ja, ich heiße eigentlich Jasmin, mein Spitzname ist Momo. Es hat also mich, du bist die Momo. Genau, ich bin die Momo. genau, nachdem ich die Songs geschrieben habe und irgendwie so mein initiiertes Projekt ist, hat die Band eigentlich mehr oder weniger beschlossen, dass das Projekt Momo heißt. Cool. Ja, genau. Ganz kann man kurz, irgendwo live hören in nächster Zeit? Ja, unser wichtigstes Konzert dieses Jahr ist am 29. April 2017 im Jazzclub 1019. Und das ist die Release-Party für die EP. Also da kann man es das erste Mal quasi offiziell verkauft. Am 29. April. Genau. Sehr gut. Ich hoffe, dann sehen wir viele von euch am 29. April bei Momo. Hoffentlich, genau. Und vielen Dank, dass ihr da wart. Dankeschön, dass Dankeschön. Ihr da sein durften. Bis bald. Ciao. Back in ETV.